Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sekiro 2 Eisenblut mit der Naturtriade. Und wir haben hier wieder eins zum Setzen. Oh, und jetzt habe ich wieder nicht geschaut, was wir skillen müssen. Aber hier ist es hundertprozentig Stacheln. Und hier ist Versengen wahrscheinlich besser. Also ja, ich brauche nicht unbedingt jede einzelne Stachel, verursacht mehr Schaden, weil jetzt zum Beispiel, wenn das 30% besser ist, dann sind, wenn sie mehrmals getroffen, schon doppelt so gut. Also 30% und doppelt so gut, was nennt man? Doppelt so gut natürlich. Und deshalb habe ich jetzt den genommen und so langsam peilt sich es wieder ein, dass es wieder nicht mehr so fest leckt. Und wir können eigentlich weitermachen. Wir sind hier. Hier haben wir aber keine Quests. Die Quest haben wir gemacht, die zwei auch. Ja, dann gehen wir. Können wir teleportieren? Nein, noch nicht. Gehen wir nach Schlehenfurt. Schauen wir das an. Mehr Stacheln, aber auch zweimal getroffen. Trifft nur zweimal irgendwie. Ich hoffe, das tut sich dann beim AOE-Damage verbessern. Und hier kommen wir gleich hinein. Also das ist ja das kleine Dörfchen. Und hier fängt das ein bisschen an zu lecken, sorry dafür. Gehen wir schnell durch und lassen es in Ruhe. Also mehr Stacheln sehe ich jetzt nicht genau. Aber egal, so wichtig sind diese Dinge nicht. Auswahlteile. Ah, jetzt habe ich nochmal aktiviert. Ah, genau, jetzt kommen wir hier hin und Freps hat irgendwelche Probleme. Ich schaue schnell, ob das richtig war, sonst weiß ich ja nicht. Bis gleich. Also es ist egal, was man nimmt. Wir haben jetzt nochmal Stacheln genommen, jetzt haben wir zweimal Stacheln, genau. Und ja. Deshalb ist es nicht schlimm, wenn wir nicht erhöhten Schaden gemacht haben, weil es macht trotzdem viel Schaden. Ah, sehr gut, ein Prachtskerl. Schaut nur das Geweih. Ah, das haben wir schon das letzte Mal gelesen. Es kann sein, dass es auch breiter wird. Also wie man sieht, es wird ein bisschen breiter. Und ja, ich denke mal, ich lasse es so. Sonst probiere ich das mit dem Ding-Generator nochmals an. Aber ich denke, wir machen genug Schaden. Hier haben wir jetzt dreimal getroffen, aber oder ist das einmal noch vom Schuss gewesen? Ja, egal. Vielleicht bei den Bossen. Wir wollen sowieso einen Boss-Kill machen. Wenn es bei den Bossen besser trifft oder mehr trifft, dann ist es doch umso besser. Oh, noch eine große Reichweite. So, schauen wir nochmals. Oh, sehr schön. Also ich weiß nicht, was das bewirkt, aber ich bin jetzt nicht sauer, wenn wir ein bisschen mehr, weniger Schaden machen. Und ja. Also haben wir das.
Hier in der Mühle und was das ist. Das ist einfach ein Haus. Hat's eine Truhe. Okay, jetzt ist es wieder besser. Jetzt hat sich Freps auch mal wieder eingespielt. Müsste es eigentlich nicht mehr so lecken, außer weil wir jetzt in ein Dorf kommen. Leckt es ein bisschen. Aber das ist Secret, das hat die größte Scheiß-Engine. Oder die Engine ist viel zu überarbeitet. Muss viel zu viel arbeiten. So. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Scheinbar nicht. Nö. Nehmen wir die Quest noch an. Und die restlichen Quests müssen wir noch nicht annehmen. Weil die auf die Seite führen, auf eine andere Seite. So, hier noch kurz die Teleporter aktivieren und jetzt ist es gerade ein Leckfest. Oh Gottchen. Gehen wir hinten durch. Weil wir doch so gut sind. Ein paar neue Gebiete erkunden hier. Hoffentlich finden wir bald Wucherwurzeln. Dann kann ich den mal zeigen, der ist noch recht gut bei vielen Gegnern. Ja, das Blasrohr wird langsam schwach. Also wir treffen immer weniger. Aber sieht auch irgendwie interessant aus, so eine Wucherwurzel. Erinnert mich an ein Stachelbett. So, und hier haben wir den Wolf. Den großen Alpha-Wolf. Das Kind ist hier. Hast du gesehen, wie stark der Wolf war? Selbst für einen schwarzen Wolf war der extrem zäh. Danke, dass du mir geholfen hast. Bringst du mich bitte nach Hause? Ich habe immer noch Angst. Ja, selbstverständlich bringe ich dich nach Hause. Sitz, habe ich gesagt. So, Dele. Hier läuft alles flüssig. Das ist wirklich nur in der Nähe von Städten. Die haben so, das nächste Mal, wenn sie Säcke entwickeln, sollten sie die Häuser halt in Instanzen machen, wie bei Skyrim oder so. Weil die Häuser und so, die brauchen sehr viele Dateien und sind dadurch so extrem am Laden, wenn man in der Nähe ist, dass es leckt. So, ich sollte vielleicht das Spiel ein paar Minuten laufen lassen, bevor ich aufnehme, aber ich habe irgendwie keinen Bock dafür. Man hat schon Bock zu warten. So. Und der macht irgendwelche Kapriolen. Und der Zombie ist in sich zusammengefallen. Er hat zum Beispiel noch eine schön anzusehende Kuh. Oh, die Gabel, die macht sich sehr gut darin. Oh nein, nicht so tierbös sein. Diese arme Kuh, die wurde erstochen, wahrscheinlich sogar vom eigenen Bauer. Und dann kam ein Monster, griff ihn an und er konnte sie, die Kuh nicht mehr in Filets verwandeln, zerschneiden. Kein Ding.
Eigentlich ist hier immer ein Versteck gewesen, aber diesmal haben wir kein Versteck. Nie. Da muss ich mal kacken. So, haben wir hier das Ding Versteck nicht. Oh Gottchen. Wir finden keine Verstecke. Das gibt's doch nicht. So, gehen wir zum Tempel. Hier hat die böse Kampagne ihren Anfang. Müssen mit diesem Kauz dort reden. Oh, so viel Gold. Nicht schlecht. Habt ihr gesehen, wie viel Gold wir gewonnen, also bekommen haben durch die Gefäße? Nicht schlecht. Und was sagt er? Blumen zum Gruße, meine Dame. Habt ihr schon von der Speiseschenke an der alten Linde gehört? Wundervolle Küche dort. Okay. Und wo ist die alte Linde? Wir haben im Dorf eine Linde, also im Nachbarsdorf eher. Also auch an meinem Heimatdorf. Weil meine Mutter dort geboren ist und mein Vater hier geboren ist, habe ich zwei Heimatdörfer. Und ja. Und in diesem Dorf, das Kellerdorf, sage ich zu so ein Ding, was unten ist, dort gibt es eine Linde. Eine alte Linde. Eine uralte Linde. So. Und das hat auch sehr gutes Essen, also ich liebe es auch. Ich liebe das Essen dort auch. Das Gasthaus. Ist fast ein, ja, es ist eher ein Restaurant. Weil wir haben noch eine zweite Ding, Schenke. Und dort wird Bier gesoffen. So, das Ding ist tot. Gut, gehen wir weiter. Oh, eine Vogelscheuche. Hallo Vogelscheuche, du bist ein bisschen dürr geworden. Nimm mal ein bisschen zu, geht's noch. So, und hier bekommen wir wieder die Belohnung über Kind. Ah, da bist du Kind. Ich habe ihn so oft gesagt, er soll nicht mit den Wölfen spielen. Nun, vielleicht hilft ihm dieses Erlebnis, etwas vorsichtiger zu sein. Hier, nimm dieses Gold als Dank für deine Mühen. Sagte ich schon, dass ich der Runenmeister des Dorfes bin. Wenn du Runen hast, die du nicht brauchst, kannst du diese Talismane gerne bei mir gegen andere eintauschen. Gegen einen kleinen finanziellen Obolus natürlich. Von irgendwas muss ich ja auch leben. So, dann werden wir mal umtauschen. Wir nehmen die anderen Teile. Und jetzt nehmen wir hier Naturmagie und Wucherwurzel. So. Einen Helm, der ist besser. So. Ja, der Dorfälteste hat eine Aufgabe. Hier haben wir noch einen Ring, den wir nicht gebrauchen können. Okay. Gehen wir weiter. Oh, dann noch ein geiler Helm. Und der Hund verfolgt uns. Hier hinten dran gibt es übrigens noch einen kleinen Schatz, aber ob etwas Gutes drin ist, mag ich bezweifeln, aber ich will ihn euch einfach mal ein bisschen zeigen. Und wir haben einen Siegelring gefunden. Hier oben ist so ein kleines Häuschen mit einer Schatulle. So eine, Veranda, nein, nicht Veranda, wie sagt man den? Ja, Anhänger und Fingerreif. Eine Schmuckschatulle. Angriffswert wäre doch gut. Brauchen wir nicht. Gegner zurückstoßen, nein. Fernkampf, Verteidigungswert. Können wir mit dem Amulett austauschen. So. Oh, süße. Von hinten sieht sie besonders sexy aus. Den knackigen Arsch.
So sieht das Spiel richtig schön aus, wenn man so spielt. Hier haben wir sicher auch noch etwas. Oh, ein Fass. Und was ist das? Eine Socke. Ah, ein Trank oder so. Und hier hat jemand Schleim, Tentakel gefressen. Geht. Tentakelsuppe. Wie ich höre, da ist nichts Wichtiges. Ja, das haben wir auch schon gemerkt, dass wir die Steuerabgaben, die Juwele zurückholen sollen. Und hier ist Britney Spears. Ja, da ist noch jemand. Dankeschön, sehr nett. Was steht hier? Viel zu klein zum Lesen. Okay, gehen wir weiter. So, Dele. Also jetzt nehmen wir mal alle Quests an. Ich muss schauen. Kann man da nicht die Karte besser machen? Zum Beispiel hier. Lockt den Koppelführer aus dem Versteck und erschlagt ihn. Okay, der redet zu viel. Findet die Diebe und bringt mir den Brustharnisch, das Schwert und das Schild meines Vaters zurück. Oh, eine 3-Sterne-Quest, die ist schwerer, aber bringt auch mehr Belohnung. Und hier haben wir eine 0-Stern-Quest, holt die verlorenen Schmiedegegenstände zurück. Die ist fast schwerer als die 3-Sterne-Quest. Komisch. Seid mir gegrüßt. Hallo, grüßi. Bisschen lauter stellen. So. Jetzt hat's noch Quests hier oben. Gehen wir zuerst hier nach oben. Du, holst du mir meinen Teddy wieder? Ich habe da in einer Höhle gespielt und mein Teddy verloren. Holst du ihn mir bitte wieder? Bitte, bitte, bitte. So. Und hier oben haben wir noch eine Quest. Dann geht's hier rein. Hier haben wir nichts. So, was hast du? Halt, rettet die Soldaten von den Räubern. Okay. Haben wir eine neue Reliquie mit Reiten und 17 Feuerverteidigung. Gut, hier ist noch ein Fass. Mit einer neuen Reliquie tauschen wir die mal aus. Mit der schlechtesten 12, genau. So. Nicht hier. Hier doch. Schon wieder müde. Ich bin doch erst aufgewacht. Oder immer noch müde hier. So, dann müssen wir noch hier entlang. Hier haben wir auch einen Hund. Und hier haben wir... Er schlagt 25 Kobolde und bringt mir ihre Köpfe. Hey, ihr seht aus, als würdet ihr euch gerne etwas Gold verdienen wollen. Diese verdammten Kobolde werden in letzter Zeit immer frecher. Nachts zertrampeln sie nur meine Felder und erschrecken die Kühe. Gestern war die Milch von Sigilde schon wieder sauer. Für jemanden wie euch sollte es doch eine Kleinigkeit sein, diese kleine Biester zu erschlagen. Bringt mir 25 Koboldköpfe als Beweis. Es soll euer Schaden nicht sein.
Haltet die Bosses Holzfäller auf. Hallo, ihr seid doch eine Triade. Hört, vor einiger Zeit wurde beschlossen, dass in der Umgegend des Dorfes den Wald neu aufgeforstet wird. Aber Tiboso lässt nicht aufforsten. Im Gegenteil, er zwingt Sklaven dazu, die Bäume weiter abzuholzen. Bitte geht und setzt diesem Treiben ein Ende. Ich will noch kurz was schauen, was wir hier bei Wucherwurzel für Ding haben. Ranken. Wuchern. Versengen. Übergreifen oder kritisch. Und hier haben wir nochmals. Kann man das nicht resetten? Ich möchte das resetten. Ach, egal. Irgendwie immer, wenn ich mich falsch entschieden habe, möchte ich es wieder gerade machen, aber ich will mich nach Guide halten. Ich will eigentlich schon mehr Stacheln haben. Auch wenn es irgendwie nichts bringt. Ich dachte, es bringt irgendwas. Aber ich glaube, schon am Anfang treffen wir zweimal. Oder verbessert sich das im Laufe des Levels noch ein bisschen oder so. Keine Ahnung. Zweimal? Es trifft immer zweimal, egal welchen Gang. Ach komm schon. Müssen wirklich neu starten. Das Ganze. Sonst mache ich das nochmals außerhalb der Aufnahme. Ich nehme es nicht auf bis dorthin, mache alle Quests, starte aber diesmal auf Silber, damit wir Bronze gar nicht anrühren müssen. Und ja, und die Items behalte ich natürlich, weil ich möchte schon einen effizienten Charakter. Wenn es nicht mehrmals trifft, dann kann ich wirklich nichts dafür. Das ist nur ein bisschen Blut. Ja sicher, trifft so wenig. Ach, stirb doch endlich. Oh gut. Ich lese dann nochmals, was das überhaupt bringt, mehr Stacheln. Vielleicht bringt es ja später irgendwas Gutes, aber ich denke nicht. Ach komm. So. Und hier sind noch zwei. So, haben wir das. Und jetzt können wir mit dem reden. Danke für die Rettung, Fremde. Wir sind zu diesen Frontdiensten gezwungen worden, weil wir unsere Schulden bei Tiboso nicht bezahlen konnten. Wir werden uns in den Bergen verstecken und ins Menschenreich auswandern, sobald er das Gras über unsere Flucht gewachsen ist. Okay, mach du das. Das ist eine gute Idee. Und jetzt haben wir hier noch eine Quest. Jetzt gehen wir kurz ins Haus. Hey, greift nichts an.
Ja, das machen wir immer so. Alte, schwache Milchkühe, die kaum noch Milch geben, werden geschlagen und in den Fluss geworfen. Das Wasser wird dadurch sicher nicht gesünder, aber interessiert das? Das Fluss fließt ins Meer und Fische können sich nicht den Magen verderben. Der Bürgermeister zahlt uns den Silberstift für jede Kuh, weil das vergiftete Wasser außerdem noch die Kobolde zurückhält. So haben alle etwas davon. Geht's noch? Einfach Kühe in den Fluss werfen. Die hauen ab. Gut. So. Und hier haben wir noch zwei Gegner. Ah, das ist gar kein Gegner. Hier haben wir noch einen Gegner, den wir falsch getroffen haben, also nicht getroffen haben. So. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier unten durch. Hier können wir noch die Kiste, die so schön flackert, mitnehmen. Ja, 16 Gold. Immerhin. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Aber ihr solltet bei Gelegenheit einen Zauberkundigen aufsuchen. Ja, werden wir ja machen. Ich will jetzt Wucherwurzel noch verwenden. Und hier mal ein bisschen. Sprint. Aha, das ist so ein Teleportzauber, gut. Also verwenden wir mal Wucherwurzel. Ja, und wo sind die Wucherwurzeln? Jetzt ist eine Wucherwurzel hier. Einen haben wir besiegt, zwei haben wir besiegt. Und bang, drei haben wir, vier haben wir besiegt. Super. Und hier hinten hat es meistens noch ein Versteck. Diesmal muss aber hier ein Versteck sein. Irgendwie ist der Zauber viel zu langsam. Ich mag es nicht, wenn sie so langsam Zauber sind. So. Oh, hier haben wir zweimal große Gegnergruppe. Die gesamte Abteilung zu mir. Ich will den Schulterpanzer. Komm schon. So, und was haben wir hier oben? Hier haben wir, glaube ich, eine Kiste. Genau. Mit einem Talisman und Buch 1. Aha, Talisman, gut.
Wo könnten wir denn noch durch? Hier durch können wir noch. Ein Wüschchen. Gut. In Erinnerung an all die chancenlosen Räuber, Dieb, Halsabschneider und so weiter. Sie hatten nie eine echte Chance. Das stimmt. Und sie werden es auch nie haben. Auch im Real Life. Gut, Versklavung als Kill. Oh, einen Ding wäre nicht schlecht, einen Inquisitor. So, Dele. Jetzt können wir hier Fokus, Level, Intelligenz und nein, weiter skillen können wir nicht hier. Also gehen wir noch zur Stadt, dann schaue ich mal an, ob man die Naturdryade noch retten kann oder ob ich noch weiter spielen will. Ja, eventuell werde ich einen anderen Charakter zeigen und diese dann weiter zeigen, mal wenn ich mal Bock habe, aber ich weiß nicht so recht. Also, naja, es ist halt langweilig zu spielen, finde ich. Ich will irgendwie einen Charakter spielen, der noch Buffs hat und so, wo er aktiv halten muss. Wo einen Begleiter hat am besten oder so. Und so weiter. Aus dem Tagebuch eines Zombies. So, jetzt sollte die Stadt, das Dorf kommen, die Stadt. Wenn das eine Stadt ist, dann weiß ich ja nicht. Findet und erschlagt 5 Wegelager. Das ist doch mal eine Quest, die Spaß macht. Nicht lecken, bitte. So, dann machen wir das nächste Mal weiter und ich erkundige mich mal ein bisschen besser. So, eventuell machen wir dann einen anderen Charakter halt, der ein bisschen besser sich spielen lässt und so weiter. Also, bis dann, bye.